So. In 5 Minuten wird sie bestimmt wieder rein. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen, ehrlich. Okay. Da ist keiner. Bilden wir uns alles nur ein. Wir sind einfach nur müde. Nee, geschlafen haben wir ja. Dann sind wir halt durstig und hungrig. Na komm. What is going on here? The layout of the whole bunker has changed overnight. The kitchen used to be downstairs, but now it is on the left of the entrance. All the loopholes are gone and the restroom is now directly behind the kitchen. Am I losing my mind? This can't be. It just isn't possible. Du hast deinen Verstand nicht verloren. Uns geht's gerade genauso. Ist da irgendwas auf dem Regal? Nee. Komm, 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 komm. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Für dieses kleine Kästchen. Hä? Ist das ein Fehler oder soll sich das... Der Schatten da, seht ihr das da auf dem Boden? Blinkt da was oder... Okay, jetzt ist das Schild hier. Nein, was? Dein Ende ist nahe, freue dich. Ich freue mich nur, wenn wir herauskommen. Ja, hier jetzt mit Boxen werfen oder was? Ich glaub's ja nicht. Stand da. Tanz mit uns. Ich kann gar nicht tanzen. Geh auf, Tür. I thought this was perhaps just a dream. I slapped myself in the face a couple of times, but that didn't help. I'm still here. This is really happening. What is this place? I hear someone walking around. I have to hide. Das wird jetzt ziemlich uncool. Ich mach trotzdem die Taschenlampe aus, selbst wenn die gleich, wenn hier gleich vielleicht alles an Licht ausgehen könnte. Tanz mit uns. Ich will nicht mit euch tanzen. Ich kann nicht tanzen. Ich will nicht tanzen. Oh, ihr Miesen. Wegen euch habe ich die Taschenlampe wieder angemacht. Eine Sekunde. Okay. Tatsächlich, hier ist jetzt das Bad. Lesen wir zuerst oder gucken wir zuerst nach? Wir lesen. The main door is where it used to be. But of course it is still locked. It feels as if the hallway get even narrower and the ceiling is even lower. All of a sudden there's the air smells stale. Komm her. The ventilation system stopped working. Is it possible to suffocate in here? My heart is racing, I'm sweating and my hands are shaking. This is getting too much and I'm having a heart attack. Oh God. Das steht und das besteht.
Das steht uns noch bevor. Nein. Ja. Kann nichts sehen. Aber dieses Geblinke, das geht mir auf den Keks. Okay. I'm still here. I feel a little better, although my hands are still shaking. I have to get out of here now. I've tried to loosen the screws on the front door with my bare hands. Now I'm bleeding and my hands are raw. I turned around when I heard someone whisper my name behind me, but there was no one there. Okay, der arme Typ hat jetzt also versucht, die Tür mit... Was ist denn das da unten? Mit den bloßen Händen zu öffnen und sitzt jetzt da mit blutigen Händen. Ja, wir hatten doch vorhin so Erste-Hilfe-Zeug gefunden, ne? Aber konnten wir nicht nehmen. Ich hoffe, der George Walker konnte es nehmen. Sitzt da mit seinen blutigen Händen und jemand flüstert ihm Müll ins Ohr. Tanze mit uns. So. I'm not alone in here. Genau das, was ich befürchtet habe. I never was. I hear disturbing sounds, whispering in the dark. The voices are getting louder now. I sweat heavily. I should drink more, but there is no water left. I gasp for air. It feels like I'm climbing a mountain and the air becomes thinner with each step. Oh, 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 oh. Also der so langsam hat er dann gemerkt, um es mal zusammenzufassen, dass er eben nie alleine war. Hier war schon immer was und jetzt werden die Stimmen immer lauter. Die Luft wird immer dünner. Er hat kein Trinken mehr. Hat das was hiermit zu tun? Da kam ja vorhin wie so Dampf raus, ne? What? Das war doch vorhin noch die Vorratskammer. Gott mit uns. Was steht hier? Komm zu uns und werd Teil des Bunkers. Ich hab Angst, mich umzudrehen. Oh, ist nichts, Gott sei Dank. There's this picture with the imprint Gott mit uns. Neither do I believe in God, nor do I believe in ghosts, but I swear that when I approached that picture, I saw a face in it. Haben wir gerade eins gesehen? Also ich habe keins gesehen. Falls ihr eins gesehen habt, dann ist schön. Just for a fraction of a second, but it was there. What is this place? Who was the person in the picture? Where do those voices come from? I'm tired. Ich denke, wir werden jetzt auch wahrscheinlich wieder schlafen müssen. Ja, wir haben jetzt kein Gesicht gesehen, weil ich natürlich so super schlau war und hier drauf geguckt habe. Ich wette, da war auch ein Gesicht bei diesem Ton. Jetzt haben wir es verpasst. Ich spanne dauernd meine Schultern an, merke ich gerade. Das ist echt furchtbar. Auf der einen Seite bin ich total angespannt und auf der anderen Seite mache ich mich so ein bisschen drüber lustig, damit ich nicht so viel Angst habe. I should have known it. Diana is a filthy spy. Sam caught her when she tried to sneak out of here early this morning. She tried to steal a map and some food rations. She will pay for this. We trusted her and she betrayed us. First we
We will shave her skull. Was zur Hölle ist hier passiert? Also, die Diana wird beschuldigt, dass sie ein Spion wäre. Und der Sam hat sie erwischt, als sie gerade versucht hat, die auszuspionieren. Die hat versucht, Mappen zu Karten zu klauen und Essen. Haben die die dann umgebracht? Ist das dann die Frau, die hier die ganze Zeit weint? Die Diana? Die sagen halt, die haben ihr vertraut und sie hat sie betrogen. First we will shave her skull. Dass sie das Wort Skull, also für Totenschädel, benutzen, ist ein bisschen krass, ne? Das heißt also, die haben ihr vielleicht den Köpfchen abgehackt. Aufgeschnitten. So wie bei den Indianern. Oh, oh. Ich will aber hier nicht. Wie die Opfer von den Indianern enden. Okay, aber wir wissen jetzt schon mal, hier hat sich ein Drama abgespielt. Und deshalb weint hier dauernd eine Frau. Die wurde wahrscheinlich von denen umgebracht, von Sam und dem, der da diesen Zettel geschrieben hat. Weil die hier versucht hat, Karten zu klauen. Vielleicht während einem Krieg, wenn die sich hier versteckt haben. Also ich meine, es ist ein deutscher Bunker, ne? Hier steht ja überall Gott mit uns und so weiter. Und vielleicht war das zu Kriegszeiten, dass sie sich hier drin versteckt haben. Und sie war dann ein Spion. Da unten ist ein neuer Zettel. Oh Gott. Hä? Dann war doch gerade noch was. Das ist ein Bildfehler. Kann ich in die Hocke irgendwie gehen? Nee. Nein. Nein. Hier kann ich die Taschenlampe wieder ausmachen. Diese Töne, ne? So ein bisschen wie im 90er-Jahre-Horrorfilm. So diese Slasher-Filme. Okay, hier steht noch immer das Tanz-mit-uns-Schild. Gott, ich finde es so gruselig. Und diese Box ist auch weg, die verschlossen war. Ist der neu? Nee. Gott. Ist der neu? Nee. Ich denke, wir müssen tatsächlich wieder schlafen, damit es weitergeht. Bin ich gerade erschrocken. Oh Gott, ich habe gerade echt schon gedacht, jetzt haben wir hier gleich das Gesicht direkt vor uns. Deswegen bin ich schon zur Sicherheit zurückgegangen. Oh Gott. Jetzt traue ich mich doch nicht mehr, hier so rumzulaufen. Also eben gerade ging es ja noch so ein bisschen, ne?